Hallo und herzlich willkommen zu Gärtner Pötschkes Grüntipp Kompakt. Mein Name ist Rolf und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit einer Gründüngung auf natürliche Art und Weise eure Gemüsebeete verbessern könnt. Eine Gründüngung fördert das Bodenleben und die Humusbildung im Boden. Dadurch kann der Boden Wasser und Nährstoffe einfacher speichern und schnell und rasch an eure Pflanzen weitergeben. Es gibt verschiedene Gründüngungspflanzen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Man sät diese Pflanzen aus, sie wachsen oberirdisch und bilden natürlich auch ein feines Wurzelgeflecht im Boden. Später arbeitet man dieses in den Boden ein. Sie verrotten und bilden organische Substanz. Das ist die Grundlage für die Förderung des Bodenlebens. Wir haben uns heute für den Grünmix entschieden. Das ist eine praktische Mischung verschiedener Gründüngungspflanzen. Für die Aussaat lockert er die Oberfläche des Bodens mit einer Hake etwas auf und streut das Saatgut anschließend gleichmäßig aus. Nun geht er mit der Hake hin und arbeitet es für einen besseren Bodenkontakt flach in den Boden ein. Damit das Saatgut auch gut keimen kann, solltet ihr anschließend gut gießen. Die Gründüngungspflanzen keimen jetzt rasch und wachsen je nach Art 5 bis 10 Wochen. Dann schneidet ihr sie ab. Bei größeren Beeten könnt ihr auch abmähen und lasst den oberirdischen Aufwuchs einige Tage auf dem Beet liegen. Schließlich arbeitet ihr sie in den Boden ein. Achtet bitte darauf, nicht tiefer als 15 cm, denn sonst bekommen sie zu wenig Sauerstoff und verrotten dann nicht richtig. Der beste Zeitpunkt für eine Gründüngung ist ab Spätsommer nach der Ernte, wenn euer Gemüsebeet frei ist. Optimal mit einer Gründüngung vorbereitet, habt ihr dann für die nächste Saison ein total super vorbereitetes Gemüsebeet. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein paar gute Tipps zur Gründüngung geben können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch über das Kommentarfeld an uns. Bis dahin, viel Spaß im Garten und weiter so.